Berlin und ich möchte euch ein bisschen was erzählen, wie jetzt die Situation sozusagen auf Landesebene, die politische Situation bei diesem Thema ist. Wir versuchen, die Vivantes Geschäftsführung, wie wir es auch schon bei der Charité gemacht haben, sozusagen von parlamentarischer Seite unter Druck zu setzen. Und das gelingt vor allem dann, wenn man die Möglichkeit hat, die Löhne auch zu bezahlen, die ihr zu Recht fordert. Wenn ihr sagt, TVED für alle schrittweise, dann ist das genau das, was wir umsetzen wollen, was wir uns vorgenommen haben, was wir möglichst auch in dieser Legislaturperiode umsetzen wollen. Wir haben in den Koalitionsvertrag geschrieben, zeitnah soll das kommen und zeitnah heißt nicht am Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern so, dass ihr das alle in eurem Portemonnaie auch merken könnt und dafür streiten wir und dafür setzen wir uns gerade ein. Wir wollen, dass die ganzen verheerenden Privatisierungen, Outsourcings der 2000er Jahre, ihr wisst, dass, wie es war in Berlin in den 2000er Jahren, dass diese Outsourcings zurückgenommen werden. Wir haben den Anfang gemacht mit der CFM, die wird ins Landeseigentum zurückgeholt, die Privaten sind raus, der Vertrag ist gekündigt. Wir haben es geschafft, dass dort jetzt ein Jahr lang für alle die 11 Euro, dann die 11,50 Euro als Charité-Mindestlohn gezahlt werden. Das ist für viele Kolleginnen und Kollegen dort eine echte Verbesserung, das muss man sagen. Viele haben 9,50 Euro verdient oder weniger. Das war eine Katastrophe. Jetzt kriegen manche 20% mehr Geld. Und wir haben uns vereinbart, dass wir dann nächstes Jahr für die CFM weiterverhandeln in Richtung TVÖD, sodass sozusagen bis 2021, bis zum Ende der Legislaturperiode, da echte Schritte gegangen werden und wir möglicherweise schon beim TVÖD sind. Das ist das, was wir uns wünschen. Und ich glaube, das ist ein Riesenerfolg. Und die Kolleginnen und Kollegen dort, die merken das alle in ihrer Brieftasche. Der gilt rückwirkend ab dem 1.12.2017, dieser Charité-Mindestlohn. Und das ist sozusagen ein Schritt, den wir gehen können. So, jetzt zu Vivantes. Wir haben eine Riesenaufstellung gemacht, was die ganzen Töchter der Landesunternehmen in Berlin, was die an Tarifverträgen haben oder auch nicht. Wir haben viele Töchter, die haben überhaupt keine Tarifverträge. Die zahlen irgendwas. Das ist eine Katastrophe. Wir haben ausgerechnet, was es kosten würde, überall dort den TVÖD zu bezahlen. Wir wissen, dass Vivantes sozusagen ganz entscheidend weit vorne steht an der Stelle. Und wir prüfen gerade, welche Möglichkeiten es gibt, dieses Geld für höhere Tarife auch Vivantes zukommen zu lassen, aus Landesmitteln. Die Zeiten, wo Berlin kein Geld hatte, die sind vorbei. Die Zeiten, wo hier Durststrecke war, die sind vorbei. Wir wollen, dass überall gut bezahlt wird, dass überall der TVD bezahlt wird. Und wir wollen den Landesunternehmen, auch Vivantes, dieses Geld, was dafür notwendig ist, um gut zu bezahlen, auch zur Verfügung zu stellen, damit ihr alle das zum Schluss für eure Arbeit, für gleiche Arbeit im selben Unternehmen auch im Portemonnaie habt. Das ist unser Ziel. Und da arbeiten wir gerade dran. Das Problem dabei ist, sage ich auch, eine Direktsubvention im neoliberalen EU-Wettbewerbsrecht ist nicht ganz trivial. Also einem Unternehmen Geld dafür zu geben, dass es seine Leute besser bezahlt, ist was, was das EU-Wettbewerbsrecht nicht so ganz einfach vorsieht. Und wir prüfen gerade, welche Möglichkeiten es da gibt, denn was wir natürlich nicht wollen, ist, dass wir zum Schluss dasselbe auch den privaten Krankenhausträgern zahlen müssen. Aus Landesmitteln. Das geht nicht. Wir haben Landesunternehmen, die erbringen Aufgaben für die öffentliche Daseinsvorsorge. Die sind uns wichtig, die Beschäftigten sind uns wichtig, die Leistungen sind uns wichtig, die guten Löhne da sind uns wichtig. Und dafür wollen wir was tun und da suchen wir gerade die Wege. Und dann lasst uns gemeinsam die Geschäftsführungen von Vivantes, auch von der Charité, in die Zange nehmen. Ihr von unten, wir aus dem Parlament und dann kriegen wir das mit dem TVÖD, glaube ich, im Laufe der Legislaturperiode in dieser Form hin. Dankeschön. Also gerade bei Vivantes ist ja das Problem, dass wir diese unglaubliche Zersplitterung auch bei den Töchtern haben, was wir für nicht gut halten, an verschiedenen Stellen. Die Rückführung ist aber noch schwieriger als sozusagen die bessere Bezahlung. Und da suchen wir auch nach Wegen. Wir haben eine Tabelle, die hat 70 Positionen. So viele Töchter haben wir in Berlin von Landesunternehmen und so weiter, von Anstalten öffentlichen Rechts, wo wir jeden Einzelfall uns angucken müssen, wie kriegen wir da die bessere tarifliche Situation als erstes. Es ist uns am wichtigsten. Uns ist am wichtigsten, dass die Beschäftigten erstmal was davon haben. Und wie kriegen wir perspektivisch auch die institutionelle Rückführung hin? Das sind beide Ziele, die haben wir. Aber bei uns stehen Tarife ganz vorne. Und das ist sozusagen das, was jetzt erstmal Priorität hat. Es ist natürlich so, dass wenn die Kollegen in der VTD jetzt auch den TVD kriegen würden, dann sind sie aber immer noch ihre Tochter. Und wenn die Tochter pleite ist, was ist dann? Ja, wir machen so Frage-Antwort-Spiel, ist auch schön. Die Sache ist ja die, wenn die Tarife angeglichen sind, machen die Töchter keinen Sinn mehr, in der Regel.
Das ist auch bei der CFM so, das ist auch nicht richtig. Es gibt in der Regel sozusagen keinen, es gab ja in der Regel keinen funktionalen Grund für die Tochtergründungen, sondern es war ein Grund, dass man sozusagen entsprechend der auch niedrigen Krankenhausfinanzierung die Löhne drücken wollte. Ganz klares Ziel. Wenn die Löhne angeglichen sind, wenn wir TVÖD haben, wenn wir selben Lohn für selbe Arbeit im selben Unternehmen haben, machen die Töchter in der Regel nur Aufwand. Da ist nochmal eine Führungsebene drin und so weiter. Das, ne? Wir erleben aber allerdings auch gerade bei der CFM, dass die Rückholung einer solchen Tochter tatsächlich ein aufwendiger Prozess ist. Also da müssen, also bei den Vivantes-Töchtern ist es nicht ganz so aufwendig, weil die kleiner sind. Ja, die CFM ist sehr groß. Die hat auch ein großes Management, die hatte eigene Finanzkreisläufe und ähnliches. Also bei den kleineren Vivantes-Töchtern ist es einfacher. Und deswegen werden wir uns die auch alle angucken und gucken, wie schnell wir, mit welchen Mitteln wir die zurückholen können, weil die tatsächlich in der Regel dann keinen Sinn mehr machen. Also es macht keinen Sinn, wenn die sozusagen Personalaufwendungen, die Löhne und Gehälter das gleiche sind, macht es keinen Sinn, eine extra Struktur zu haben in der Regel. Und deswegen werden wir uns das angucken. Aber wie gesagt, das gebe ich auch ganz offen zu, Priorität haben für uns die Tarife und die schnellen Tarifsteigerungen und die schnelle Angleichung. Ja.